Die folgenden musikalischen Inhalte sind Eigentum der BMG, JKP und natürlich von der Band. Dieses Video ist nicht monetarisiert. Es ist ein Herzensprojekt und ein Geschenk an alle Fans, die nicht zum Konzert gehen konnten. Bitte verklagt mich nicht. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Zuschauer meines Videokanals. Heute ist Mittwoch, der 5. Juni 2019 und ich befinde mich gerade am Flughafen Köln-Bonn, weil ich mir morgen gerne die Toten Hosen ansehen möchte. Ich bin ja für die Toten Hosen schon durchs ganze Land gegangen. Ich war ja schon in Zürich, Leipzig, Berlin und sogar in Köln. Aber ich habe für die Toten Hosen noch nie ein Flugzeug bestiegen. Ja, ich bin nicht alleine hier. Ich habe meine ganze Familie mitgebracht. Okay, Papa, dann sag mal, wo es hingeht. Ja, my lecimy teraz z Kolonii do Warszawy, tam na koncert Tote Hose i będzie super, super, super wesoło. Dziękujemy. Lass uns trinken Wodka und auch tanze Polka, denn Fußball ist die schönste auf die Welt. Michi, was? Hundeberg. Was kaufst du denn da? Hundeberg hier. Yeah. Hundeberg. Hundeberg. Yeah. 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 Ja, ja, ja. Hey Rezo, du alter Zerstörer. Yes! Oh nein. Wird jedes Mal besser. Ich habe nur probiert, um mal zu sehen. So, am Dienstag haben wir uns noch bei Rammstein die Augenbrauen wegflemmen lassen. Ja, das ist jetzt alles hier künstlich nachoperiert. Ja, und jetzt geht's in den Flieger nach Warschau, weil die Toten Hosen auf uns warten. Ja! Eisgekühlter Mummelunder. Wenig, doch es war schön. Ich wollte mehr davon. So, Stunden später sind wir mittlerweile mal im Hotel angekommen. Wir haben hier uns nicht dumpeln lassen und heute mal einen Stern gebucht. Es ist so geräumig, ich liebe es. Andi, ja? Wie findest du das Wohnzimmer hier? Ich find's toll, das Wohn- und Schlafzimmer. Sie haben einen Flachbildfernseher, das haben nicht viele. Und jetzt gehe ich ins Bad. Frühstück? Ja, ich komme schon unsere Zimmer, möchte ich auch so schön aufgereiht. So, und hier das 5-Sterne-Hotelzimmer unserer Eltern. Es sieht eigentlich genau gleich aus. Und jetzt kommt Kollege aus Deutschland hier, Tote Hosen. Ole, 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 egal wer heute siegt. Boah. Nach dem ganzen Tag Abstinenz ohne Essen haben wir jetzt mal eine polnische Küche aufgesucht. Aber wir zeigen euch mal ein bisschen was von der polnischen Küche. Der Pierogi. Jetzt haben wir noch die kleinen Gläser. Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Was hast du denn da? Ich weiß nicht, ich habe schon viele Tiere gegessen, aber noch nicht alle. Bist du satt? Wie ein Bär. Vollgefressen? Vollgefressen, jetzt saufen wir uns ein. Wie es nicht mehr geht. Sollen wir noch einen Absacker? Okay, wir trinken noch einen. Aber nur noch eine Paddel. So, die Impulse sind doch noch ein halbes Jahr voraus. Jak miłość wiele imion ma. Cześć! Super, fajnie! Was Spaß, oder? Was Spaß! Ich bin in Warschau. Sie haben schon Wodka-Vergiftung an mir probiert. Zum Glück hatte ich noch Unterberg dabei. Da kommt meine Schwester. Der Freitag ist für heute beendet. Kurwa, mitten in der Nacht geht er hier auf die Toilette, macht mich wach. Da gibt's nur eine richtige Bestrafung. Schlafe wollte ich. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittlerweile ist der Donnerstag angebrochen, der Tag des Toten Hosen Konzerts. Aber das ist ja erst heute Abend, wir haben jetzt Nachmittag. Deswegen starten wir mal den Tag heute ganz besonnen. Stola, heute machen wir auch mal ein bisschen Sightseeing und da nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch mal ein bisschen was von Warschau. Prost! Warte mal, was hat mir Phil
aber bei Sightseeing-Aufnahmen immer für einen Tipp gegeben. Micha. Ganz viele Schnittbilder filmen. Schnittbilder! Jetzt haben wir eine polnische Apotheke aufgesucht. Ja, wir gehen mal kurz rein. Ja, schöner Laden. Oh, guck mal hier, hier sitzt schon einer. Ja. Kann ich alles gleichzeitig machen. Michi, hast du Spaß? Ja, ich hasse Spaß. Das hatte ich gemacht. Mama, komm, hab was für dich. Ist das mal. Das ist für dich. Dankeschön, mein Kind. Ja, schenke ich dir. Ja, danke, danke. Und schon bin ich nicht mehr der Lieblingssohn. Das war doch eine spannende Stadttour, oder? Oder? Ja, Warschau ist sehr schön. So, und wir müssen jetzt hier einmal noch mal ganz kurz unseren Piroggenhaushalt wieder auffüllen, denn der ist ja gestern Abend wieder leer. Und wir schalten mal weiter zum Konzert. So, und da sind wir jetzt angekommen im Club Stodoła in Warschau. Stodoła ist die Scheune. Wir sind nicht die Ersten da, ein paar Leute sind schon vor uns hier angekommen. Was geht ab? Ja, ihr habt gute Laune, ne? Ja, geht doch. Wir sind jetzt mittlerweile im Club. Die Spannung steigt. Es ist echt klein hier. Jetzt gerade sind wir noch draußen, schön im Schatten. Ich habe mir hier schon, was eingefangen. Ja, und wir sind jetzt schon am Ölen, alle, weil es hier so heiß drin ist. Gleich beginnt die Scheiße. Ich will, dass mein Schutz war. Baby!
heute auf dem Palast der Kulturen in Warschau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen hoch. Das unterstützt mich immer sehr. Ich bin aber schon dankbar, dass ich Warschau mitnehmen konnte. Dafür bin ich auch dem Stefan Kühlschrankmann, der mir die Karten besorgt hat, sehr, sehr dankbar. Ich habe eine super tolle Reise dank dir gehabt. Wir sehen uns demnächst auf jeden Fall noch. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann drückt doch auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, denn in den nächsten Wochen geht es weiter mit dem Kerbholzland, dem Hurricane Festival und dem Gone Festival. Wir sehen uns. Haut raus!